Moin Leute, ich bin's Timo von Waldkult. Wir haben heute eine ganz interessante Geschichte, eine offizielle Geschichte. Also wir sind hier in einem alten Bauwerk. Standort wird nicht bekannt gegeben. Das ist ganz wichtig. Vom Vermieter her nicht. Und es geht hier oben um dieses kleine Fenster. Das zeige ich euch gleich nochmal. Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, nee, vor dem Zweiten Weltkrieg, so war das, wurde das zugemacht. Das Haus gehörte wohl damals einer jüdischen Familie. Und keiner weiß genau, warum das zugemacht worden ist. Vermutungen gehen dahin, dass die dort irgendwas versteckt haben. Was auch immer. Man weiß es nicht, ob es Waffen sind, Gold, Silber. Das kann ja alles sein. Und ja, wir wollen das jetzt einfach mal öffnen und gucken, was sich dahinter befindet. Ne? Wenn ihr Bock habt auf ein spannendes Video, dann bleibt dran. Das wird super. Warnhinweis: Alle in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keine Haftung. Ja, da oben ist das Fenster, dahinter ist noch eine Wand aus Backstein und da oben wurde wohl auch schon mal ein Loch geschlagen und ja, wir wissen halt nicht genau, was sich dahinter befindet und werden das Ganze jetzt mal öffnen. Wir haben uns provisorisch schon ja, hier so eine Plattform gebaut, wo wir dann drauf stehen können und die Fensterscheibe mit dem Ganzen, was da noch drumherum ist und dahinter steht, abreißen können. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant. So, hier ist schon eine kleine Öffnung, aber man sieht, dahinter ist wohl noch eine Reihe Steine. Also müssen wir das dementsprechend erstmal freischlagen. Da hat sich einer viel Mühe gegeben, das hier zu verstecken. Auch mit dieser Blende, mit diesem Fenster als Blende quasi. Das lässt darauf schließen, dass hier jemand professionell irgendwas verstecken wollte. Ne? Oder im Endeffekt ist da halt nichts drin hinter. Aber das ist jetzt schon verdammt viele Jahre so und ja, es bleibt spannend. Wollen wir mal sehen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, also das Fenster war ein Oberlicht und war mit den Brettern, die oben im Bogen sind, noch verkleidet. Von hier unten aus, leider haben wir jetzt kein Bild von vorher, von hier unten aus konnte man gar nicht erahnen, dass dort noch ein Fenster dahinter steckt. Und wie du gerade gesehen hast, wenn das doppelt mit Backstein quasi zugemauert ist, hat, denke ich, dass da schon irgendwas dahinter stecken könnte. Ja, das werden wir jetzt mal ergründen. Super. So, ich habe jetzt angefangen, die Seite einfach frei zu bohren, ein paar Löcher reinzubohren und jetzt stemme ich das frei. Hier sehe ich schon, hier ist irgendwie ein Eisen, ein Metall. Und hier auch so eine Manschette, die hält das Fenster. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann lösen. Ich bis jetzt ganz gut raus, ja. Also viel tiefer wird ja der Rahmen auch nicht sein von dem Fenster, nehme ich an. Nee, das ist ungefähr so die Tiefe. So Leute, ich habe ringsum das Fenster jetzt den Putz weggekloppt. Hier sind aber noch so Eisenfurniere oder wie man das nennt. Das ist fixiert mit dem Mauerwerk. Vier Stück haben wir hier jeweils. Und ich denke, wenn ich die löse, dann können wir das Fenster schon mal rausnehmen. Und dann geht's zumindest an die erste Mauer ran. Da bin ich gespannt. So, jetzt werden die Furniere oder Moniereisen oder wie man auch immer das nennt da oben, werden jetzt rausgeflext. Und dann sollten wir das Fenster schon lösen können. Soll ich das bündig an der Mauer flexen oder eher mittig? Wie du Ist möchtest, egal. scheißegal. Damit ich komme ich besser dran. Das sind so Platten, die halten das Fenster nur hier drin. Ne? So Platten,
Wir halten das nur fest, das ist nicht mal fixiert mit dem Fenster. Ja. Und die haben das Fenster von der anderen Seite hier gegengelehnt quasi. Das ist interessant. Vor allem, wenn man auf der anderen Seite gar nicht sieht. Leute, macht sowas nicht nach, ja. Normalerweise haben wir immer eine Maske dabei, aber diese liegt heute nicht hier. Lass das einfach weg, da kommt eh blöd runter. So, jetzt sind die vier Eisen ab, die das Fenster gestützt haben, welches von der anderen Seite ja, eingesetzt wurde. Komischerweise. Ich werde das jetzt einfach mal rausheben hier. Das wird spannend. Ein bisschen Abstand. Ich nehme jetzt auf 50 ungefähr. Löst sich langsam. Ja, das erfordert ein bisschen liebevolle Gewalt, Timo. Ja, aber nicht, dass er nachher kaputt geht, das Ganze. Willst du nochmal irgendwie mit einem Cutter lang gehen, falls das wirklich eine Silikonkante ist oder irgendwas? Ja, Silikon, das ist wohl leicht geputzt. Oder? Ja. Oder die Farbe ist einfach nur zu stark. Wir können es abreißen, das wäre kein Problem, aber dann mache ich das Fenster kaputt und wir wollen das ja nachher wieder einbauen, also ist das nicht Zweck und Sinn der Sache. Richtig, genau. Hallo. Also macht ja auf jeden Fall dieses Loch, was da oben drin war, was vermutlich für einen kleinen Kaminofen war, überhaupt keinen Sinn. Ne? Aber das ist hier übelst provisorisch alles noch. Ja, siehst du, durch das mal nur hier vorgeflext von einer Seite wahrscheinlich. Naja, das sieht halt eher nach schnell aus. Ja, ja, richtig schnell. So, Markus, dann mache ich dir mal Platz hier für deine Bühne des Lebens. Dann kannst du mal hier ein bisschen dich kreativ auslassen. So, meine Freunde der Mysterien und versteckten Schätze. Ich habe das jetzt soweit frei gemacht. Das Fenster haben wir rausgeholt. Und jetzt ist der Markus dran. Übrigens werde ich euch seinen Kanal mal unten verlinken. Den kennt ihr ja bestimmt schon aus anderen Videos. Und jetzt kommt die erste Schicht Backsteine raus. Und ja, wollen wir mal gucken, ob wir das... Hallo, Kamera, ob wir das heute noch schaffen? Siehst du schon was, Markus? Vielleicht ist da auch das Bernsteinzimmer einfach dahinter. Das war ein paar das Nazi-Gold. Oder Nazi-Gold. Markus, das sieht sehr gut aus. Was,
irgendwas dahinter. Was ist dahinter? Da ist irgendwas dahinter. Ja, das, da sind wir von ausgegangen. Hier sind auf jeden Fall wieder Papier zum Vorschein. Papier? Das ist zusammengerollt und irgendeine Ledertasche oder sowas. Laber doch nicht. Nein, nein, das sieht wirklich so aus. Na, dann machen wir weiter. Ledertasche. Da sind irgendwelche Dokumente drin, oder? Vielleicht haben die auch nur was zwischen den zwei Wänden eingemauert. Da sind auf jeden Fall Papiere eingemauert, oder? Dass du von beiden Seiten nicht rankommst. Wirklich? Krass. Oder es hat ein Bauarbeiter einfach fett reingeschissen und wollte es vertuschen. Wollte es vertuschen. Ist das Leder, ja? Das sieht aus wie Leder. Ah. Granaten. Das wirklich alles zugeschüttet mit irgendwelchen Stein, Müll und Abmutter. Na, vielleicht haben die auch nur Müll gehabt, den die irgendwo hinpacken mussten, weiß ich nicht. Bauplan von dem Haus damals. Ja, es gibt aber diese Decke, diesen Zwischenraum gibt es nicht. Das hier war mal ein Oberlicht und quasi die Unterkante vom Fenster war mal im Grunde genommen der Boden von dem Frauenturm. Das sind auf jeden Fall schon Papiere. Nochmal bitte. Hier finden wir auf jeden Fall schon Papiere. Nochmal bitte. Briefe. Briefe. Gut, das müssen wir. Kann ich nicht direkt filmen, ne? Was da jetzt. Aber man sieht hier ganz klar, hier sind Papiere irgendwie dahinter geschmissen. Das ist alles irgendwie nur zusammengeschmissen. Hier ist irgendwie ein Stück. Was wunderlich ist, diese sind nicht von dieser Anschrift hier. Das ist eine komplett andere Straße. Stück Leder, hier ist auch ein Dokument zu sehen, hier ist auch Papier. Vielleicht haben die auch nur Dokumente verstecken müssen. Verstehe ich nicht, warum sie das nicht verbrannt haben. Aber das sieht dahinter übelst aufgeschüttet aus alles, ne? Das wird eine Schweinearbeit. Ich glaube auch. Und das sind noch Briefe mit DDR-Briefmarke. Ja. Das heißt, das ist gar nicht so alt, wie wir dachten. Das ist schon mal lame. Und das war hier vorher mal ein Betrieb, der mit Leder zu tun hatte. Deswegen vielleicht auch die Lederreste. Ne? Mal hier Geschäftspapiere. Geschäftspapiere. Warte mal. Jo. Na, hol doch mal jetzt die ganzen Papiere erstmal raus, so weit wie du kommst, dann müssen wir uns nochmal weitergraben. Von 55 ist der Brief. Von 55, da hat DDR gerade angefangen, ne? Also ist das doch nicht von vor dem Ersten Weltkrieg. Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das ist nur ein Stück Restleder, der hier rumflog. Die werden wirklich den ganzen Müll da reingeschmissen haben, um das zu verfüllen, irgendwie, oder? Aber vielleicht sind da ja noch interessante Sachen dabei, ich weiß es nicht. So, ich habe jetzt weiter frei gemacht und hier kommt weiter zum Vorschein noch irgendwelche Dokumente hängen hier rum, ein Stück Leder, dann auch ein Stück Leder und hier auf der linken Seite ist schon wieder eine neue Mauer zu sehen. Sieht auch nicht gerade fachmännisch verputzt aus alles, ne? Vielleicht geht's da ja weiter, ich weiß es nicht, weil hier theoretisch könnte ja noch was sein, das, ne? Weiß ich nicht, ob das hier noch weitergeht. Keine Ahnung. Das ist schwierig zu sagen. Also das Treppenhaus auf der anderen Seite gibt es in etwa hierhin. Ja. Ja. Und was dazwischen ist, weiß ich nicht. Hier ist ja noch ein Raum drunter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine tragende Wand ist oder auch nicht sowas. Nee. Okay. Vielleicht müssen wir hier links erstmal alles freimachen, den ganzen Schutt rausholen und dann mal gucken, was für Wände sich da noch auftun. Die werden dann auch noch einreißen. Vielleicht. Mal gucken. Puh. Das ist schwierig, ne? So, wir sind jetzt auf folgenden Stand. Und zwar
Denken wir, dass das komplett einfach nur verfüllt wurde? Löffel? Du hast einen Löffel gefunden? Ja. Ey. Wir schmeißen so einen guten Löffel weg. Das ist hier. Fein, bestimmt. Ja. Fühlt sich auch übelst leicht an. Das lässt du auf mehr hoffen, oder nicht? Die Frage ist jetzt halt wirklich, wenn man hier alles rausnimmt, ob man vielleicht nicht die Decke entgegenkommt. Ja, das Problem ist halt, wir haben mal oben auf der Oberdecke mal draufgetreten oder bröckeln schon vom oberen Beton kleine Stücke ab. Also je mehr wir hier wegmachen unten, umso instabiler wird die tragende Wand oben. Und es kann halt sein, dass alles runterkommt im Endeffekt. Ne? Aber ich sag mal, wenn man noch ein bisschen buddelt, das ist ja immerhin DDR-Beton, ne? Der hält ja viel, oder nicht? Prinzipiell schon. Solange keiner oben drauf steht. Der geilste Fund war bisher halt dieser Löffel und ein paar Dokumente, die bezeugen, dass das nichts mit dem Weltkrieg oder so zu tun hat, mit dem Zweiten, sondern aus DDR-Zeiten oder in DDR-Zeiten verfüllt wurde. Wir wissen jetzt halt nicht, ob sich das lohnt, prinzipiell noch weiter zu buddeln oder ob wir da ein Risiko eingehen. Schreibt das einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr weiter buddeln oder nicht? Ist jetzt gerade ein interessanter Zeitpunkt auf jeden Fall. Das, wenn ich jetzt hier an die Wand klopfe, kommt immer mehr von oben runter. Ja. Siehst du das? Ja, nee, aber ich kann es mir gut vorstellen. Hier ist auf jeden Fall noch eine Holzschalung hier an dieser Wand. Aber dahinter. Ich verstehe das vom Räumlichen her irgendwie überhaupt gar nicht. Die mir gesagt. Das ist hier richtig. Hä? Nee. Könnt ihr das reinstecken, dann wär's weg. Das geht nicht weiter. Ja. Ich verstehe es nicht, ja. Das ist eine Zwischenwand, die da drin ist, denke ich mal. Und dahinter wird es hohl sein. Oder halt übelste Schätze werden da versteckt sein. Wie gesagt, das Problem ist halt, klopfst hier dagegen, kommt die ganze Scheiße von oben runter. Kann jetzt natürlich passieren, wenn man hier einen Stein rausnimmt, dass das Ganze so instabil wird, dass das hier runterkommt. Keine Ahnung, ich kann aber oben drauf umspringen. Das bringt ja auch nichts. Aber ich würde da mal einen Stein rausnehmen und gucken, was passiert, oder? Könnte man tun. Weil das sieht jetzt nicht übelst stabil aus, die Wand. Nee, übelst stabil nicht. Das, aber ich denke mal, tragen für diese Konstruktion. Ja, aber da trägt ja noch genug Wand dann weiterhin. Da muss man den Stein halt nur wieder einsetzen und mörteln. Ja. Guck mal, hier links ist doch schon fast frei. Ja, eben. Hier dieser Stein, ne? Oder? Ja. Diesen Stein hier raus, ne? Ja. So, wir haben jetzt hier einen Stein freigemacht. Jetzt haben wir ein kleines Loch. Ich versuche jetzt mal irgendwie hier einzufüllen. Schwierig. Wir haben hier erstmal eine Papierplatte oder was das war. Und dahinter ist noch was und wir haben dazwischen einen Hohlraum, wie man sehen kann. Kann ich hier reinfilmen? Ich probiere mal.
halte die Kamera jetzt mal rein. Aber wahrscheinlich ist das so dunkel, dass man nichts sieht. So Leute, wir haben jetzt hier ein Loch reingebuddelt und die Kameraaufnahmen zeige ich euch im Anschluss mal darauf. Wir haben ein Handy reingehalten und ein paar Aufnahmen gemacht. Das ist einfach nur eine hohle Wand. Also da ist auch nichts hinter. Ne? Uns ist das jetzt zu gefährlich, hier noch weiter abzutragen, weil dann die Gefahr besteht, dass die ganze Decke hier oben runterkommt und einfällt. Also werden wir an dieser Stelle das einfach mal beenden. Ja. Ja, im Endeffekt ist es nichts gewesen, aber es hätte ja trotzdem was Spannendes sein können. Wer weiß, wir haben immerhin einen Löffel gefunden und ein paar Unterlagen und ein bisschen Leder. Also ganz uninteressant war das nicht. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr so viel Zeit hattet, das Video anzusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao mit V.